They compete on behalf of Canada. Please welcome to the ice, Caitlin Weaver. Es sind, liebe Zuschauer, natürlich die Medaillengewinner des vergangenen Jahres aus Shanghai, auch hier in Boston auf dem Eis. Zum Beispiel Caitlin Weaver und Andrew Pongé, die Bronzemedaille gewannen im vergangenen Jahr. Und die wollen mehr. Das ist klar, das hat auch der Saisonverlauf gezeigt. Musik von Johann Strauss. Auch wenn sie weit weg ist, die Blaue Donau ist ein schönes Programm. Da sollten Sie in den technischen Elementen das erreichen, was die Skibutanis erreicht haben, dann könnten Sie in Führung gehen. Sie haben eine tolle Saison absolviert, eine kleine Delle hat es gegeben bei den Vorkontinental-Meisterschaften, eigentlich nur mit einem dritten Platz. Aber Henrik mit nur 34,87 Punkten, das werden Sie in den Programmkomponenten vermutlich nicht aufholen, oder glaubst du schon? Nein, Skibutanis haben eine extrem hohe technische Punktzahl bekommen. Daran sind letzten Endes auch Jock Bates gescheitert und hier die 2,8 Punkte Abstand werden sie definitiv nicht aufholen in den Komponenten. Sie werden, denke ich, ein bisschen höhere Komponenten erhalten. Abstand werden sie ein bisschen verringern können. Aber das ist schon die erste Überraschung, muss man sagen. Ja. So stark hätte ich die Skibutanis nicht eingeschätzt, wobei sie eben bei den Four Continents der letzten Meisterschaft mit dem Sieg schon ein erstes Ausrufezeichen gesetzt haben. Auch da haben sie Jock Bates und Weaver Poggi hinter sich gelassen. Allerdings haben da Weaver Poggi auch sehr viele Fehler gemacht, ungewöhnlich eigentlich.
Aber das war der erste kleine Kratzer eigentlich, ja, den sie erhalten haben, diese beiden. Ein tolles Paar, definitiv. Sind natürlich mit hohen Ansprüchen in diese Saison gestartet, die Schützlinge von Pasquale Camerlengo. Ja, sie haben ja die drei anderen Wettbewerbe alle gewonnen. Auch beide Grand Prix, ja, das Finale. Und waren ja schon mal sehr, sehr nah am Weltmeistertitel dran. Damals vor 2 Jahren hat ihnen genau ein Zehntel gefehlt, zwei Hundertstel sogar nur gefehlt, um die Weltmeister Cappellini Lanotte dann zu schlagen. In diesem Jahr wird es schwieriger, denke ich. Ich finde, es gibt sehr viele, sagen wir mal, Medaillenkandidaten. Natürlich die Titelverteidiger aus Frankreich. Tja, vielleicht werden die beiden mal zum Opernball nach Wien eingeladen. Würden, glaube ich, eine gute Figur, ja, dort machen können. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was vor allem dann auch in den Programmkomponenten zustande kommt. Ob es eine 39 wird oder eine 38,5. Mit technischen Eventen haben wir es gesehen. Nein. Das ist dann nur der dritte Platz noch, ja, hinter Madison Choke und Ivan Bates. Das ist die eigentlich noch größere Überraschung. Naja, in den Programmkomponenten haben die ersten drei Paare fast denselben Wert bekommen. Ja. Und es entscheiden wirklich die Elemente.